Einführung und vor allen Dingen Ihnen beiden ein großes Dankeschön für das Zusammenstellen und Produzieren dieses, wie ich denke, sehr wichtigen Buches. Ich freue mich besonders über dieses Buch, denn ich habe bereits an der Universität Wien vor einigen Jahren und jetzt in diesem Semester wieder an der Universität Wuppertal, wo ich dieses Semester unterrichte, Seminare angeboten zu Philosophie und Armut. Einfach aus der gleichen Motivationslage, wie Sie dieses Buch erstellt haben, nämlich, dass dieses Thema kaum in der Philosophie aufgegriffen wird, beziehungsweise sehr wenig behandelt wird. Insofern bin ich besonders dankbar, dieses Handbuch jetzt auch für meinen Unterricht an der Hand zu haben und damit eine hervorragende Zusammenstellung der Beleuchtung verschiedener Facetten des Problems der Armut in der Disziplin der Philosophie. Ich habe mir jetzt gedacht, für mein kurzes Statement, und ich hoffe, ich überschreite die Zeit nur nicht gleich sofort, ich habe mir gedacht, ich konzentriere mich auf zwei Ihrer Fragen, die Sie uns dankenswerter zugeschickt haben und stelle dazu ein paar kurze Überlegungen an. Nämlich die erste Frage wäre, brauchen wir Philosophie, um ein Phänomen wie Armut zu verstehen? Und die zweite, wie sollte Armutsforschung der Zukunft aussehen? Zur ersten Frage. Brauchen wir Philosophie, um ein Phänomen wie Armut zu verstehen? Ich hätte diese Frage ehrlich gesagt anders formuliert, nämlich brauchen wir eine Auseinandersetzung mit dem Phänomen Armut, insbesondere dem Phänomen extremer Armut, um philosophische Konzepte und Theorien besser zu verstehen? Welche neuen Perspektiven eröffnen sich denn über die Behandlung des Phänomens der Armut? Und welche Konsequenzen hat das für bestimmte philosophische Grundbegriffe wie Freiheit, Gerechtigkeit, Verantwortung, den Begriff der Person oder die Würde des Menschen? Oder, um es auch noch deutlicher zu formulieren, wirft Armut nicht einen ganz anderen Blick auf die philosophische Grundfrage, was ist der Mensch? Ich denke, gerade in den Debatten um Prinzipien globaler Gerechtigkeit, die Herr Schweiger gerade einführend schon erwähnt hat, wurde deutlich, dass Personsein im Sinne eines moralisch handlungsfähigen Individuums mehr benötigt als Autonomie und Vernunftfähigkeit, sondern eben unterfüttert werden muss mit der Sicherung von Grundbedürfnissen. Und damit wird dann erneut die Frage aufgeworfen, die philosophisch äußerst wichtige Frage aufgeworfen nach dem Verhältnis zwischen Grundfreiheiten und sozialer Gerechtigkeit, beziehungsweise bedarf es Vorrangregeln, wie sie unter anderem von Rawls formuliert wurden, oder müssten wir nicht eher formulieren, Freiheitsrechte ohne entsprechende Substanzrechte sind leer, Substanzrechte ohne Freiheitsrechte allerdings auch nicht unproblematisch. Das ist der eine Komplex. Wie ich denke, große Grundbegriffe der Philosophie durch die Behandlung des Themas Armut nochmal neu durchdacht werden müssen. Die zweite Frage, die sich in diesem Licht neu stellt, ist das Verhältnis von Theorie und Praxis. Darauf komme ich jetzt in meinem zweiten Punkt zu sprechen. Nämlich, wie soll Armutsforschung der Zukunft durchgeführt werden? Diese Frage kann ich natürlich nur aus der Perspektive meiner Disziplin jetzt beantworten. Aus anderen Disziplinen wird diese Frage möglicherweise anders beantwortet werden. Aber vielleicht die zwei Punkte, die ich hier kurz aufmachen möchte, sind vielleicht auch relevant für andere Disziplinen. Nämlich einerseits votiere ich für einen polylogischen Ansatz im Sinne einer Auseinandersetzung eines Dialogs oder Polylogs mit Forscherinnen aus vielen verschiedenen Regionen der Welt zu systematischen Fragen, und zwar Konzepten, Theorien und auch Personen, sowohl aus der Geschichte als auch vor allen Dingen aus der Gegenwart. Neben diesem polylogischen Ansatz denke ich, dass es Zeit wäre, eine dekoloniale Relektüre der bisher bestehenden Theorien zur Armut beziehungsweise auch der Theorien zur globalen Gerechtigkeit durchzuführen. Was würde das bedeuten, eine solche dekoloniale Relektüre? Ich denke, da sind zwei
Punkte, die uns von den dekolonialen Theoretikern herangetragen werden, besonders wichtig. Zum einen das Messen von Theorien an ihrer praktisch-politischen Relevanz. Und das zweite wäre eine Reflexion auf die Entstehungsbedingungen von Theorien, beziehungsweise die Frage, wie kommt Wissen zustande. Das Messen der praktischen politischen Relevanz der Theorien ist ein Punkt, der bei Vertreterinnen der dekolonialen Theorie im Fokus steht. Man denke nur an Buenaventura de Sousa Santos' Manifesto for Intellectual Activists. Schon in der Überschrift wird hier dafür votiert, dass Intellektuelle auch Aktivisten sein sollten, dass also im Intellektuellen Praxis und Theorie übereinstimmen sollten. Nun ist die europäisch-nordamerikanische Philosophie zumeist auf der rein theoretischen Ebene angesiedelt, mit wenig bis keinen Überschneidungen in die politische Praxis. Aber zugleich erhebt sie den Anspruch, in die politische und gesellschaftliche Praxis hineinzuwirken. Bei Gerechtigkeitstheorien, insbesondere den Theorien zur globalen Gerechtigkeit, wird dieser Anspruch nur allzu deutlich, denn das Ziel und die Funktion dieser politischen oder dieser philosophischen Gerechtigkeitstheorien liegt darin, politische Verhältnisse zu kritisieren und zugleich neue Visionen oder Wege für gerechtere Verhältnisse aufzuzeigen. Also in kaum einem Bereich der philosophischen Theoriebildung sind philosophischer Anspruch und zugleich die Frage nach der Relevanz für realpolitische Herausforderungen so eng miteinander verknüpft. Insofern muss hier kritisch hinterfragt werden, inwiefern ideale Theorien dann diesem Anspruch überhaupt gerecht werden können. Zudem muss gerade an die Debatte um Prinzipien globaler Gerechtigkeit herangetragen werden, dass diese Analysen informierter sein müssen. Zum Beispiel Ansätze, die den Nationalstaat zum zentralen Handlungsträger machen, sind uninformiert über die Probleme des Nationalstaats in ehemals kolonialisierten Regionen der Welt sowie die historischen Faktoren, die dazu geführt haben. Statt einer historischen Analyse der Situation des Nationalstaates in Regionen, die ehemals kolonisiert waren, vorzunehmen, werden kulturelle Faktoren als Gründe für Failed States angegeben. Das geht im Prinzip hinter den Wissensstand der Soziologie, der Regionalwissenschaften, der internationalen Entwicklungstheorie zurück. Insofern muss man fragen, woran messen wir denn philosophische Theorien, die mit Begriffen arbeiten, die nicht hinterfragt werden, mit Begriffen arbeiten, die aus der europäischen Geschichte entwickelt wurden, die vor dem Hintergrund der europäischen Geschichte ihre Berechtigung haben, möglicherweise auf andere Regionen aber so nicht anzuwenden sind. Die historischen Entstehungsbedingungen und das Fortwirken einer kolonialen Matrix der Macht werden also nicht mitbedacht. Und gerade eben auch in den Debatten um die Verantwortung für Fragen der Armut, auch der Weltarmut, ist das natürlich fatal. Insbesondere, wenn dann so getan wird, als wäre das formelle Ende der kolonialen Herrschaft eben das Ende des Kolonialismus an und für sich. Kommen wir zurück auf die Frage, brauchen wir Philosophie, um ein Phänomen wie Armut besser zu verstehen? Meine These ist, werden Analysen nur in epistemischen Rahmen der europäischen Tradition geführt und ohne Relevanz für die Praxis, brauchen wir die Philosophie in dieser Hinsicht vielleicht nicht. Kommen wir zum zweiten Punkt der Herausforderung durch die dekoloniale Theorie, den Entstehungsbedingungen einer Theorie. Der Anspruch der Theorien, also der Theorien, die globale Gerechtigkeitsprinzipien entwerfen, muss an den bereits äußerlich in den Blick fallenden Entstehungsbedingungen gemessen werden. Und da fällt auf, dass die Hauptträgerinnen des Diskurses Vertreterinnen der Akademie des Nordens sind, dabei mehr Männer als Frauen, die selbst keine Erfahrung mit Armut haben. Vertreterinnen jener Weltbevölkerungsgruppen, die unter den vorherrschenden politischen und ökonomischen Asymmetrien am meisten zu leiden haben, sind in diesen Debatten deutlich unterrepräsentiert. Auf deren Arbeiten wird auch eigentlich nie Bezug genommen. Im Gegenteil, Theorien globaler Gerechtigkeit stehen ausschließlich auf der Basis der europäischen philosophischen Tradition. Der Arme und die Entwicklungsländer sind ausschließlich Untersuchungsobjekte, aber keine Dialogpartner.
Erstaunlich ist, dass die Frage der Repräsentanz, also danach, wer hier für wen spricht, im Grunde im gesamten Diskurs nicht problematisiert wird. Im Gegenteil, die Konzepte werden mit einem klaren Anspruch auf universale Gültigkeit formuliert, ohne in einen Austausch mit Vertreterinnen und Theorien aus anderen Regionen der Welt zu gehen. Nicht zuletzt aus diesem Grund ist ein zentraler Kritikpunkt dekolonialer Theoretiker wie Walter Mignolo, Denkweisen und ihre Produkte als je ortsspezifisch zu betrachten, das heißt also räumlich und zeitlich historisch verortet. Und genau diese kritische Reflexion auf die eigene Verortung unserer Theorieproduktion hier im globalen Norden findet eigentlich fast nie statt. Theorien globaler Gerechtigkeit werden im epistemischen Rahmen genau jener Wissenstraditionen, die maßgeblich zur Rechtfertigung des bestehenden Systems beigetragen haben und also in die also in der Tradition der Verstrickung der Aufklärung in Kolonialismus und Sklaverei produziert. Und das wird nicht reflektiert. Und ich denke, das ist gerade auch für die Analyse von Armut, auch von Weltarmut, ein fataler Denkfehler. Wofür ich also plädiere, ist eine kritische Reflexion auf die eigene Theorieproduktion und den zugrunde liegenden epistemischen Rahmen und die zugrunde liegenden Begriffe. Ein Austausch, ein interkultureller, internationaler Austausch mit möglichst vielen Vertreterinnen und Traditionen. Und da hätte ich dann auch noch einen Vorschlag für die Konzeption dieses oder eines folgenden Bandes. Ich bin natürlich sehr erfreut, dass in diesem Band außereuropäische Traditionen mit versucht wurden, mit zu berücksichtigen, aber letztendlich, um auf Augenhöhe zu diskutieren, beziehungsweise solche Traditionen auf Augenhöhe auch in einem Band deutlich zu machen, können sie nicht in solch großen regionalen Blick betrachtet werden wie eben Afrika oder China, sondern die regionale Vielfalt müsste bereits im geschichtlichen Teil, im historischen Teil deutlich werden mit verschiedenen Theorien zu einem bestimmten systematischen Problem und dann ebenfalls eben auch in den Gegenwartskonzepten. So wie der Band jetzt aufgebaut ist, für den ich bereits gelobt habe, den ich auch wunderbar finde, ist allerdings das die Konzeption so, dass Afrika, China noch so eine Art exotischen Standpunkt oder so eine exotische Position einnehmen. Das könnte man vermeiden, indem dann tatsächlich wirklich also in den systematischen oder historischen Teilen die entsprechenden Konzepte aufgearbeitet werden. Soweit von meiner Stelle. Also dekoloniale Lesart sehe ich als das drängendste Problem für die Armutsforschung der Zukunft. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Granes. Vielen Dank für die